die Wuppertaler Schwebebahn? Oh nein, was war das? Ja, sag ich doch, Wuppertaler Schwebebahn. Nein, nee, ich will das nicht. Ich hätte lieber wieder den Zappelphilipp als die Motten. Mir passiert schon nichts. Scheiße. Haha. Hallo. Wir spielen mein Lieblingsspiel. The Door in the Basement, Folge 12.000. Ich möchte das endlich abschließen. Das hab ich doppelt gespeichert, ne? Ja. In meinem Ohr, ganz leise. Ich hab schon wieder vergessen, was war. Außer, dass ich mich tierisch erschrocke. Ah, nein, das ist, wo ich befürchtet habe, dass ich wieder... Wobei, das ist doch... Also, wenn es diese Höhlen sind, wo ich am Anfang war, dann... hier bin ich abgestürzt, ne? Dann ist das ja eigentlich gar nicht so weit weg von da, wo mal die Tür nach oben war. Ich wäre gar nicht so weit reingegangen an seiner Stelle, ganz am Anfang. Weil ich hätte einfach versucht, die Tür aufzubrechen und hätte versucht, den ersten Dude da aufzufordern, mir zu helfen, was natürlich nicht funktioniert hätte. Was war das? Ich gehe mal ein Stückchen vom Monitor weg. Ich klebe wieder sehr nah davor. Gerade Sitzhaltung. Was ist das? Ich hätte nach der ersten Tür spätestens hätte ich gesagt, so, nee, ich versuche jetzt meine Tür kaputt zu machen, bis das Scheißding wieder aufgeht. Weil ich wäre halt so weit reingegangen, um Gegenstände zu suchen, um dagegen zu ballern, bis das kaputt geht. Die Tür kaputt geht. Hier ist doch bestimmt wieder einer, oder? Ich höre doch was. Ich hab's, glaube ich, auf 15% stehen, das Headset. Und es... Und das ist einfach trotzdem so laut. Wie können das Menschen höher spielen? Ich verstehe das nicht. Ich bin beim zweiten starken Kaffee. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee war, das jetzt heute hier zu starten. Oh, das ist... Ach, hier. Hä? Naja, ich Frau, nix Orientierungssinn. Oh mein Gott. Oh. Ich dachte zuerst, es wäre eine Eule. Also eine Eule wäre noch schlimmer gewesen. Also ich weiß nicht. Eule oder Motte? Also es ist beides nicht. Also ich mag keine Eulen. Sorry, ich weiß, manche finden die süß, ich nicht. Und Motten. Motten sind einfach hässliche Schmetterlinge. Ich mag auch keine Schmetterlinge tatsächlich. Hier kann halt die Motte rein. Hier kommt doch jetzt jemand raus und ich muss da. Okay. Und ich muss hier flüchten, wollte ich sagen. No. Aber wenn ich hier runterfalle, muss ich dann den ganzen Kram nochmal machen? Okay, da geht's lang. Geht's denn dann hier lang?
hinten lang. Na, nirgendwo. Nirgendwo, okay. Frage beantwortet. Hä? Warum duckst du dich? Lauf doch mal. Quietsch, quietsch, quietsch. Nimm das da. Guck mal. Den hier. So einen hättest du doch bestimmt am Anfang auch gefunden. Hättest einfach mal deine scheiß schöne Tür aufbrechen können. So. Activate. Oh, Entschuldigung. Zu spät geguckt. Was aktiviere ich hier? Eine Bimmelbahn. Die Wuppertaler Schwebebahn. Ja, ich gucke eben noch mal hier, ne? Du wartest bestimmt auf mich. Nix. Okay. Okay. Ja, ist schon ein bisschen älter, ein bisschen feucht hier unten. Also ist der Rost natürlich da. So, 10% auf meinen Ohren. Ich habe halt empfindliche Flauschöhrchen. Das Ding ist, ich bin auch klein bisschen schwerhörig. Hat mal ein Ohrenarzt gesagt. Du kannst mich mal, du... Oh nein, was war das? Und trotzdem ist das so laut für mich. Hallo? Wo bin ich gelandet? Ja, sag ich doch. Wuppertaler Schwebebahn. Ein Knochenstück. Ein Knochenstück, okay. Das schon wieder. Wie am Anfang. Okay. Hier liegt. Ich dachte, es wäre ein Knochenstück. Die Taschenlampe ist echt robust, ne? Egal was passiert, egal wo wir hinfallen, crashen mit dem Fahrstuhl, egal, Taschenlampe, kein Problem. Oh, meine Lieblingstür. Yeah, yeah, yeah. Nein. Ah, oh, wenn ich das schon sehe. Ja. Also hätte ich lieber wieder das Zappelmonster. Das, oh nee, das geht. Oh nee. Oh, oh Gott. Kann ich nicht. Oh, nee, jetzt muss ich da auch noch lang. Geh. Nee. Nee, ich will das nicht. Oh, ist das eklig. Eine Pixelmotte, aber. Quick. Ich hasse Motten. Nimmst lieber das Stückchen Knochen mit, anstatt die Axt. Ah, oh, da kannst du mit auf die Motte einhauen. Gitti, gitti, git. Warte mal. Was haben wir hier noch? Zu feines. Gehört das Radio mitnehmen. Einfach so Musik, Musik, Musik. Dann ist das alles gar nicht mehr so gruselig. Lalalala. Moment, ich muss einmal mein Öhrchen kratzen. Ich glaube, da kommt gleich was durch. Also nicht durch mein Ohr, sondern hier durch. Und dass ich das dann nicht mehr kann. Lass mich in Ruhe. Jetzt kommt doch was, was mich bewegt. Mein Freund ist wieder zurück. Ja, tschüss.
Ja. Was sag ich das? Ich hätte lieber wieder den Zappel-Philipp als die Motten. Wir speichern nochmal, weil es so schön ist. Ich mag Spiele, wo du oft speichern kannst. Weiß gar nicht, lebt Markus noch? Markus hat nur noch ein Auge, ne? Vielleicht auch noch weniger. Yay. Nein, ist alles gut. Es ist halt eine Höhle, da gibt es Geräusche. Das ist ganz normal. Wir waren noch nicht einmal auf dem Klo. Muss man in dieser Welt nicht aufs Klo? Ich sag's nicht, sonst muss ich wieder wegpiepen. Was? Ich saß der Dollmaker. Ja, das ist nicht so gut. Ich glaube, das ist nicht so gut. Wer bist denn du? Oh, wie geht's denn so? Na, 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 na. Ja, ja. Okay. Mhm. Nimm das mit, um dich zu verteidigen. Ist das ein Bossfight? Also Fight, ne? Also Enddingen. Oh, seid unbesorgt. It's my time now. Into the metal box. See no more. Es ist, jetzt ist meine Zeit. In die Metallbox. Nie wieder gesehen. Jay. Okay. Box der Käfig gemeint oder ist das wirklich irgendwas Größeres, was man could be used to bridge the gap? Wir sollten irgendwas finden, um hier eine Brücke zu bauen über diesen kleinen, leicht gefährlichen Abgrund. Minimal. Habt ihr auch was zu sagen? Nein? Ihr könnt hier immer... Ja gut, ihr hört mich, ne? Auch wenn ihr mich nicht seht. Kann ich da reinfallen? Okay. Also es zählt jetzt nicht, ne? Aber mein Death Counter liegt eigentlich bei 1. Oh, ein Zettel! Den habe ich gar nicht gesehen. That eyeless fool got me captured. Just because he has given up, it doesn't mean I should as well. Der augenlose Idiot hat mich gefangen, nur weil er aufgegeben hat. Captured, gefangen. Nur weil er aufgegeben hat, heißt das nicht, dass ich das auch tun sollte. Ich habe diese Notiz hier gelassen in der Hoffnung, dass es anderen hilft. There is a way out of this. Es gibt einen Weg hier raus. Könnt ihr euch mal entscheiden? Es gibt einen Weg. Nein, die Händchen mit den Augen sagen, es gibt keinen Weg. Ne? Ich opfer mein Auge, um noch mehr zu erfahren. Es gibt einen Weg. Nein, es gibt keinen Weg. Ne? A large portal that connects this world to the one we were taken by. Es gibt ein großes Portal, das diese Welt und die Welt, wo wir herkommen, miteinander verbindet. Wenn wir es erreichen können, können wir endlich nach Hause. Ja. Wo war ich? Da kam ich nicht hin. Okay, da soll ich ja was finden, für da drüber zu machen. Ach, guck mal.
Ja. Aber war das der Dollmaker? Oder war das, ist der Dollmaker der gleiche wie, wie hieß er, The Man with No Face? Hi. Ich finde es sehr schön, dass ihr im Käfig seid. Hast du was zu sagen? Nein? Kein Zippel? Oh Gott, was passiert hier? Okay, ich verstehe. So viele Strahler, ne? Damit man eigentlich ja wahrscheinlich beobachten kann, wenn irgendwas passiert, wer auch immer das beobachtet, ob das nur er alleine ist. Ach, guck mal. Ihr guckt sogar hoch. Also gut gemacht ist es ja, ne? Also finde ich. Puff. Da kann ich ja nichts drüber legen. Ich muss dem... The gap. Planke platziert. Okay. Ihr müsst so sagen. Aber ich habe das Gefühl, es dauert nicht mehr lange. Was war das für ein Geräusch? Ich noch, ach, guck mal, meine Taschenlampe, ich wurde entführt, gegriffen. Was macht ihr denn da? Nee, okay. Ja. Jetzt hier rum? Hm? Okay, das ist dann... Achso, doch, da ist noch ein Kabel. Das ist hiermit verbunden. Das ist dahin. Jetzt soll man bestimmt nur nach da oben gucken, um den Rest nicht zu sehen. Dann geht das dahin. Wenn wir nicht, ich öffne jetzt alle eure Käfige oder sowas. Irgendwas ist passiert. Hallo. Tag. Irgendwas habe ich wohl runter. Ah, okay. War ich da schon? Egal. Hier ist was aufgegangen. Wir gehen hier. Ah, weiter. Zu den Disco-Lights. Kann ich da... Okay, gut, dann weiter. Was soll ich denn hier tun? Ach so, okay. Ist das richtig? Hier ist Party. Gehen zur Party? Okay, enter. The door in the basement. Ist das die Metallbox, von denen die gesprochen haben? Vielleicht? Wahrscheinlich habe ich überhaupt gar keinen Plan, was hier abgeht. Und hab voll die komischen Theorien, die überhaupt nicht stimmen, weil ich es einfach nicht kapiere. Doch so ganz falsch kann ich nicht.
So viele Wege. Habe ich nicht eigentlich auch noch ein Auge? Motten kribbelt es mich überall. Sehr schön. Noch ein Schlückchen Kaffee. Abattoir. Abattoir. Nee, Abattoir bestimmt. Was höre ich da? Das, also... Ich wollte gerade sagen, die sind ja alle eingesperrt. Dann kann ja hier gar keiner sein. Immer noch irgendwo Metall in die Metallbox oder auf die Metallbox, irgendwo weit oben ist ein Portal und das Portal, das verbindet unsere Welten. Ich habe die Orientierung verloren. Bin ich hier alleine? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube einfach mal, gibt es keine Zettel mehr. Der Zettel vorhin, der war nicht von Markus, ne? Tür gehört. War da gerade der Soundloop zu Ende? Oder passiert ihr was? Was passiert? Ich nix Orientierung. Okay, also wenn ich das sehe, bin ich verkehrt. Mein Ohr juckt. Ah. Ich ignoriere die Geräusche. Wo bin ich denn vorhin lang gelaufen? Ich glaube da. Glaube ich jetzt nach links. Ich hoffe, ich werde hier nicht verfolgt. War ich da, oder? War ich hier? Nee, war ich nicht. Haha. Das ist schon wieder die Musik. Hä? War das die ganze Zeit so? Muss ich hier rein? Hm? Was kribbelt mich, ne? Diese ekeln Motten, wa? Iba, pfui. Ist ja gut zugenagelt.
Was macht das für einen Sinn? Was läuft denn hier sonst so durch? Oh. Das ja nicht so gut. Darf ich die berühren? Oh. Ist das wegen mir passiert? Entschuldigung. Nichts passiert. Oh Gott, das darf man bestimmt nicht so oft machen. Es kommt vielleicht einer gucken, was hier los ist. Jetzt habe ich Bock auf Spinat. War doch vorbei, oder? Kein Zettel mehr? Hat hier keine. Oh, der lebt. Uiuiuiui. Was ist das? Gate Key. Okay, welches Gate? Ein Zettel! Das Portal ist unser Weg hier raus, aber die Lisas Fleischschlachterfabrik, being built over the top of it makes it difficult to reach. Aber das, dieses Ding, wo wir hier drin sind, wahrscheinlich da drüber gebaut worden ist. Ah, okay, dieses Gebäude ist über dem Portal, macht es schwer, das Portal zu erreichen. The Portal has created a Fissure in the ground at the base of the Avatar. Das Portal hat einen, ich glaube, Riss, ne? Im Boden erschaffen, am Boden der Base. Verdammt, ne? Ihr wisst schon. Large jack rocks prevent it from being accessed from the ground level, so we need to find another way to get through. Also große Steine verhindern, dass man halt vom Boden aus da hinkommt. Also müssen wir einen anderen Weg finden. Ein Auge. Ein Auge? Okay. Huh? Achso, jetzt habe ich ein Gate Key, aber welches? Huch! Okay, hier die smarte Assistentin an. Ich hab mein Gate Key dran. Ne? Okay, das ist ja gut. Jaha. Okay. Mir passiert schon nichts. Scheiße! Ich hab's doch prophezeit. Warum tue ich denn das? Warum höre ich nicht auf mich? Schalalalala. Wo war denn das verschlossene Gate? Die Tür. Ich hoffe, er ist nicht mehr da. Schalalalala. Okay. Ja, jetzt habe ich eine große Klappe. Okay, die Fabrik läuft also nicht unten. Aber er könnte mich jetzt verpetzen. Da sind wir drunter durchgekrabbelt. Das ist eine Tür, ne? Ah, das war die richtige Tür. Ach Gott, Hand. Ein Geheimnis für ein Auge. Ja. While not required, breaking the spirit greatly benefits the process. Being so far removed from their own world causes those brought here to
Wither. Das sind wieder so viele Wörter aneinander, dass ich irgendwann abschalte. The longer they spend in this world, the more they tire. Eventually most simply give up and submit willingly to the process. Ja, manche geben einfach auf und geben sich den Prozess hin. Halt, je länger man da ist, aber das haben wir ja schon mal auf einer Notiz, glaube ich, gelesen, dass je länger man da ist, dass diese Welt dann Besitz von einem ergreift. Ja. Close. Aber ich glaube, wir haben noch ein Auge, oder? Ja, wir haben noch ein Auge. The transformation process is not without fault of those destined to become enforcers. Some are broken too early. Their bodies withered and become dislodged in space and time. In space and time? They are broken, but not without use. A constant present to push the witness to their final destination. Mein Gott, das ist ein Text jedes Mal von diesem blöden Händchen. Auf das to become enforcers. Some are broken. Also manche von denen, die hier vermisst werden und die hier drinnen sind, in ihrem Riesenkeller. Manche werden ein, ja, Enforcer, weiß nicht, ob das das Zappelvieh ist. Manche gehen daran kaputt. Ah nein, warte mal. Nee, das heißt was anderes. Of those destined to become enforcer. Also manche versuchen da jetzt noch so gegen zu kämpfen und manche gehen kaputt. Vielleicht so, ist mir egal jetzt. Their bodies wither and become dislodged in space and time. Also ihre Körper verwittern und irgendwas mit Raum und Zeit. Das Raum und Zeit, ja gut, wahrscheinlich geht die Zeit hier unten anders um als in der normalen Welt. Sie sind kaputt, aber nicht ohne einen Nutzen. Constant present to push the witness to the funnest. Achso. Sie sind kaputt, aber nicht ohne einen Nutzen, eine konstante Präsenz, um die Leute da ohne ihre Augen zu ihrer finalen Destination da zu schicken. Verdammte Kacke, ich war so gut mit dem Übersetzen heute. Ah gut. Vielleicht ab dem dritten Kaffee. Mein Lieblingsraum und ich fasse es nicht. Wir sind schon wieder am Ende einer Folge und es gibt noch eine weitere. Verdammt. Doppelt gespeichert. So. Ah. Ja, dann. Huch, da dreht schon mein Männchen durch. Dann bis zur nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Mal sehen, ob wir es dann endlich abschließen können. Ich will das nicht mehr spielen. Tschüss. Thank you.